Jungs und Mädels, was geht ab hier, Freunde in der Nacht? Schön, dass ihr wieder bei mir dabei seid, nämlich mit einem ganz neuen Titel, nämlich der Titel heißt Halleluja von Leonard Cohen. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die vielen positiven Zuschriften, die meine Videos bekommen. Ja, ich bin ja total begeistert. Nicht vergessen zu abonnieren. Es kostet für euch nichts. Es ist für euch kostenfrei. Und mich motiviert es natürlich immer mehr, Musikvideos für euch zu produzieren, damit ihr auch einen Nutzen davon habt. Also nicht vergessen, das Wort alt, A für abonnieren, L für liken und T für teilen. Ja, dann tut ihr mir auch einen großen Gefallen und natürlich nicht vergessen, in die Kommentarbox reinzuschreiben, was ihr für Wünsche habt, wie ihr zurechtkommt. Das möchte ich genau alles wissen, damit ich meine Videos natürlich verbessere. Ja, ich bin immer dabei, mich immer schrittweise zu verbessern. Ja, fangen wir an mit Halleluja, Leonard Cohen. Bleibt bis zum Schluss dran, weil zum Schluss kommt ein super tolles Play-Along, habe ich selber erstellt, ein modernes, Hip-Hop-mäßiges, das, wie ich finde, super zu Leonard Cohens Halleluja passt. Also für alle, natürlich auch für Tenor und für Altsaxophon. Die Altsaxophonisten können natürlich jetzt sofort mitmachen. Die Töne sind genau gleich wie beim Tenor. Und das Play-Along habe ich dann so umgestellt für die Altsaxophonisten, damit die da auch mitspielen können. Also Tenor und Altsaxophonisten können mitspielen. Ja, so geht dieses Lied, Halleluja. Ja, fangen wir an. Das Lied steht bam, 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 in D-Dur. D-Dur hat zwei Kreuz. Ich habe extra diese Tonart ausgewählt, weil das schön zum Greifen ist und weil das natürlich auf den Saxophonen wunderbar klingt. D-Dur hat zwei Kreuz. Aus F wird Fis und aus C wird Cis. Ich erkläre das. Hier haben wir das F und hier haben wir das Fis. Hier nur der Wechsel zu dem Mittelfinger ist Fis. Also anstelle F Fis spielen. Und dann haben wir C, aus C wird Cis. Hier haben wir das C und hier haben wir das Cis, Leergriff. Dann können wir die Tonleiter spielen. Über zwei Oktaven, das klingt wunderbar. Hier ist die Oktavklappe, man weiß das. Übrigens, die Noten, die ich euch immer vorsinge, ist Kleinbuchstaben ist immer ohne Oktavklappen, mit Buchstaben ist immer mit Oktavklappen. Ja, wunderbar. Und dann gleich der Hinweis: Leute, singt es mit. Singt die Notennamen mit, singt die Melodie mit. Ihr bekommt es gleich ins Gehör rein. Ihr könnt es gleich nachvollziehen. Es klingt viel besser, als wenn man immer nur die Noten da hat. Also, die Notennamen mitsingen. Ne, I, Fis, G, A, H, Cis, D, D, Cis, H, A, G, Fis, I, D. Dann der Dreiklang. D, Fis, A, D, Fis, A, D, A, Fis, D, A, Fis, D. Ist wichtig, dass man die Tonart in den Kopf reinkriegt. Dann tut man sich jetzt hernach viel leichter bei dem Mitspielen von diesem Lied. Es geht los. Also, noch ein Hinweis. Ja, es ist egal, ob ich jetzt mit Oktavklappe die Melodie spiele
oder ohne Oktavklappe. Ich empfehle, weil wir ja vier Verse haben, entweder die ersten zwei oder die ersten drei ohne Oktavklappe und dann als Steigerung der vierte Vers die Melodie mit Oktavklappe. Also zunächst ohne Oktavklappe. Fis a a a ha ha, fis a a a ha, a ha 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 ha, a gi fi gi a fis i. Das Gesamte bis daher. Es geht also ohne Oktavklappe los. Fis a a a ha ha cis cis d d d d d e d e e e fis 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 e e d. Dann haben wir den Vers schon. Dieser Vers kommt immer wieder, viermal insgesamt. Jetzt kommt der Refrain. Fis a ha 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 a fis 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 a ha 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 a fis ge fis e de. Spiel's nochmal. Dann dasselbe mal mit Oktavklappe, den Refrain. Ja, das wär's schon. Das Lied besteht aus Vers und Refrain. Ja, das war also der Backing-Track zu dem Halleluja. Wie gesagt, für Tenor und für Altsaxophon könnt ihr gerne haben von mir. Es ist in der Kommentarbox, ist es in der Infobox ist es alles angegeben über PayPal. PayPal ist es ziemlich einfach, das zu bestellen. Bitte schreibt immer den Titel dazu und euer Instrument, ob das Alt- oder Tenorsaxophon ist. Ja, das wäre es gewesen. Abonnieren, liken und teilen nicht vergessen. Kommentare schreiben. Bleibt cool, Jungs und Mädels, Freunde in der Nacht. Bis bald. Ciao.